schon gar nicht mehr. Suchst du was Spezielles? Was hast du? Ja, du hältst ja wieder geile. Alter. Alter Schwede. Einziger 220er Machete. Ungebufft. Du bist hier immer willkommen. Hast du eine Ahnung, wie man sich vor schädlichen elektrischen Wellen schützt? Das sind ziemlich nette Wasservorräte. Glückwunsch. Danke. Ernsthaft? Einiges gekostet. Boah, ich dachte, das habe ich mich wieder festgebackt. Das wäre jetzt lackmäßig absoluter Super-GAU. Fliegen wir hier drüber. Fliegen wir hier nochmal drüber. Und jetzt kommen wir auch bis zum Schiff. So, easy. Easy Snack machen wir das jetzt. Zack, und los, 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 los. Buchclub 9 fertig. Mal schauen, ob wir 10 direkt bekommen. Dann machen wir jetzt die 10 noch. Wäre geil. Was wir schaffen könnten, ist es abzuschließen. Die Nebenquest-Reihe. Ich komme mit der Story überhaupt nicht weiter, weil ich die ganze Zeit die Nebenquest reinmache. Hier kuriere und Buchclub, aber... Wenn ich eine Nebenquest habe, muss ich die machen, bevor die Story abgeschlossen wird, so in der Richtung. Außer wenn ich aufgrund des fehlenden Story-Fortschritts die Nebenquest gar nicht machen kann. Zum Beispiel da, wo ich den Enterhaken brauche, mit dem Funkturm. Ich sag dir was. Nimm's mir bitte nicht übel. Du bist tougher als die meisten Männer, die ich kenne. Wir haben verdorbenes Essen gegessen. Was für eine Mission ist eigentlich immer ausgewählt? Achso, die Story-Quest. Ja, wenn der Vögel oben und da brauche ich den Enterhaken nämlich. Weil ich auf den Funkturm muss. Einen Funkturm habe ich ja noch gar nicht freigeschaltet. Jagen kann ich natürlich auch noch machen. Das ist einfach eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung und das hier ist der Buchclub. Aber wir sind eigentlich fast alles durch. Nur Jagen müssen wir dann machen. Du hast sie gefunden. Und Jagen eventuell auch bis 10 geht. Lass sie. Niemand hat Abenteuer so geschrieben wie Jules Verne. Reise um die Erde in 80 Tagen. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und natürlich 20.000 Meilen unter dem Meer. Wusstest du, dass er in der Nautilus viele Eigenschaften moderner U-Boote vorhersah? Ein Mann, der seiner Zeit voraus war. Vielleicht interessiert es dich, dass Sokrates in Platons Der Staat ein Streitgespräch über die Verbindung zwischen gerechtem und glücklichem Leben führt. Ach, könnte dieses Gefühl doch nur die Risse unserer Gesellschaft durchdringen und neu erblühen. Weißt du, Aiden... Ich denke wirklich, dass du für deine Mühen, die kostbaren Ressourcen der menschlichen Literatur zu erhalten, verewigt werden solltest. Oh, das hört sich auch gut das an. Das finde ich wirklich. Vermutlich auch Talia. Frag sie mal. Ja, mache ich doch. Die Legenden, die Heldengeschichten von Aiden. Jo, WuClub 10 kann ich direkt verfolgen. Sprich mit Talia. Na, wenn das nicht mein intellektueller Sparring-Partner ist. Wie ich sehe, hast du Albert eine Ausgabe von Platos Politeia mitgebracht. Schwere Kost. Ich habe es noch nicht gelesen, aber Albert war echt begeistert. Albert ist von allem begeistert, das man durchblättern kann. Aber ich habe eine Frage an dich. Wenn du eine Entscheidung treffen müsstest, wärst du lieber gerecht oder glücklich? Oh, ich würde glücklich sagen. Wenn ich wählen könnte, möchte ich glücklich sein. Glück verdienen wir alle. Nehme ich an. Aber um welchen Preis? Kannst du den Schmerz und das Leid um dich herum ausblenden und immer noch glücklich sein? Du sagtest, ich soll wählen. Also habe ich. Du hast nicht gesagt, es muss realistisch sein. Alberts Regale sind fast voll. Ich nehme an, dass deine Besuche bald vorbei sind. Das müssen wir einfach abwarten. Nun, es gibt zumindest noch einen weiteren Ort zum Durchsuchen. Jo, Buchclub 10. In markierten Apartments. So, die Apartments, damit direkt Schnellreise angezeigt wird, sind sie natürlich wieder hier hinten. Da
Das heißt, wir haben hier unsere Schnellreise. Wuhu! Howard Square! Achtung, sie befinden sich in einer Dark Zone. Ist ja nicht so, als ob die mir gehört. Okay, da unten schaut es ja schon sehr dunkel aus. Wo geht's denn hoch? Hier. Teilweise schaut schon echt assi aus. Ich könnte hier niemals, könnte ich glaube ich, da leben in der Welt. Zack. Hier in der Altstadt rumhüpfen mit meinen aktuellen Skills ist halt, ich bin übertrieben gut einfach nur. Wäre ich viel zu krass unterwegs, parkourmäßig, als dass ich hier irgendwie Probleme hätte. Mehr. Die Ausrüstung und so, was ich habe, weil es halt einfach das Tutorial-Gebiet so gesehen ist. Ein bisschen höher, da sind die Apartments. Neuen Bücher suchen, da geht's rein. Als ob du dich automatisch hochziehst, du Lappen, hör auf damit. Muss weiter runter. So. Dann lass ich mal in Ruhe. Drüben liegt eine Leiche. Achso, nee, das ist draußen. Sie haben zwei neue Nachrichten. Erstmal nehmen wir Buch mit. Da ist schon mal ein Buch. Der Kaufmann von Venedig. Oh. Da ist noch ein Buch. Über die Entstehung der Arten. Oh ja, hier die Entstehungsgeschichte von... Nachricht 1. Empfangen am... Fuck. 21. Darwin. Die Darwin'sche Evolutionstheorie. Ja, am Boden liegt ein Buch, da links liegt ein Buch. 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Nette Kinder. So, da haben wir ein Buch. Untersuchen. Treasure Island ist die Schatzinsel. Warum kann ich das nur untersuchen? Das ist da am Boden. Ist auch nochmal die Schatzinsel. Ich muss Bücher finden. Wurfspeer. Hammer, Arznei. Warum habe ich hier... Weil Bände 1 und 2... Plutarchs Lebensbeschreibung. Ach, Plutarch. 1 und 2. Zählt auch nur aus einem Buch. Aber wenn ich das untersuche, ist die Schatzinsel. Ist das Buch 4? Da bist du ja. Das wird Albert glücklich machen. Oh, das. Gib uns dieses Buch. Oh, oh. Was? Das Buch hier?
Was wollt ihr damit? Es enthält eine Schatzkarte. Ernsthaft? Oh, ich glaube, du bringst da was durcheinander. Es heißt zwar die Schatzinsel und es mag auch das Bild einer Schatzkarte zeigen. Das ist aber nicht echt. Da hören wir ganz andere Dinge. Jetzt gib her. Auf keinen Fall. Dann werden wir es dir abnehmen. Wir können das gut. Lindert ihn aus, Jungs. Wow. Wow. Einfach wow. What? Ja, Bücher finden. Deswegen sind hier okay Zombies drin. Ich mache wieder zu. Das heißt, die Schatzinsel darf ich erstmal nicht nehmen. Dann nehmen wir uns... Ah, die Canterbury-Geschichten. Nice, was haben wir hier oben? Die lustigen Weiber von Windsor. Oh, Herz der Finsternis. Henry der Vierte? Okay, ist der, der das ganze Frauenköpfen lassen hat. Die göttliche Komödie. So, und Buch 9 ist jetzt da vorne. Da ich hab dich schwer fallen lassen, oder? Das wird Albert glücklich machen. Du, gib uns dieses Buch. Was? Das Buch schwer hier? Fallen Was lassen? Wollt ihr damit? Es enthält eine Schatzkarte. Ich glaube, du ich überlege, ob ich die dritten Wollin soll, es einfach. Es war die Schatzinsel und es mag auch das Weil Bild einer Schatzkarte übelst weggemoscht zeigen. Haben das eben. Ist aber nicht echt. Da hören wir ganz andere Dinge. Jetzt gib her. Auf keinen Fall. Dann werden wir es dir abnehmen. Wir können das gut. Lindert ihn aus, Jungs. Selber ein bisschen. Oh, fuck. Oh, fuck, RB. Tote erzählen keine Geschichten. Oh, der eine ist offenbar schon verbrannt, komplett. Macht er einen Double Hit und den habe ich auch nicht blocken können. Mist, ey. Kacke. Seid ihr Mollys verbraten? Ach, von 9. Das heißt, jetzt gehe ich einfach direkt rein. Nimm das Ding. Ja. Da bist du ja. Das wird ein. Hört ihr den Wichser? Bam! Netter Versuch! Au! 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 Ich bin tot! Ach, Mann! Boah, das kann nicht sein, dass es so heftig schwer ist. Oder bin ich einfach nur so heftig schlecht? Das kann natürlich auch sein. Ja. Jetzt hab ich dich, Arthur. Nein, du feuerst mich mal nicht. Geschichte. Ja, jetzt bin ich down. Kriegst du es geschissen? Du hast was drauf, Mann.
bist down. Ach komm, als ob der mir im Flug einen Hit gibt. Boah, hey jetzt. Ich meine, die werden so etwa gleich gut sein, das Kühlrohr. Oh, warte mal. Ich habe meine Sunny, ich kann ja einfach auf Kampfklamotten gehen und dann sollte ich die ja easy zerlegen können. Ich bin einfach nur dumm, dass ich nicht meine Kampfklamotten ausgewählt habe. Komm, gib hier. So, und noch die Schuhe. So. Hätte ich am besten, hätte ich eigentlich gleich machen sollen. Ja, wenn ich die Tür jetzt offen lasse, bleibt die noch offen? Was? Nö. Also. Schlag dir den Schädel ein. Was? Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot wieder. Kacke. Weil der einfach nicht sterben will, der Spacko. Schau mal, jetzt habe ich... Ich hatte das falsche Rohr in der Hand. Alter, es kann's doch nicht sein. Was? Schlag ihm den Schädel ab! Nehmt ihm die Kamera ins Leben! Jetzt bist du dran! Ja, und ich bin wieder tot. Ich schaff's nicht, mich zu heilen. Ich schaff's nicht, mich zu heilen, obwohl ich die schnelle Heilungsding sogar hab. Gute. Komm, ich muss das doch jetzt schaffen. Was? Ja, ich wurde doch geblockt! Komm, jetzt hat die Heilung hier durch. Aha, als ob das ein Kraftangriff war. Wenn du Anlauf genommen hast. Ja. Mal heilen. Oh, fuck. Die muss ich so machen, weil sonst mache ich wieder die falsche. Wir schleppen ihn auf und verfüttern ihn an die Frau. Lass den Schädel ein. Tote! Warum triffst du mich? Nimm ihm die Kappe und das Leben. Ja.
ist ein fucking Level 7 Bandit. Der schläft wieder auf und verfüttert ihn an die Tauben. Boom! Ja, da hat ich auch Plater. Jetzt hängst du noch ein bisschen. Der andere liegt hier. Boah, alter Schwede. Jetzt kann ich das Buch aber. Ach nee, ich hab's sogar. Oder? Ah nee, hier. Die Schatzinsel. Ein Schatz in der Schatzinsel. Was für Idioten. Was ist das? Sieht wie die Kombination für einen Safe aus. 21155, was war das? Hol die Wertsachen aus dem Tresor. Ja. Ach komm schon. Ach komm schon, was war es denn die richtige?